So, hallihallo Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Wie ihr vielleicht schon am Titel seht oder jetzt hier am Bild, spielen wir FIFA 16. Dabei eins vorweg, dieses Projekt wird wahrscheinlich hauptsächlich von euch geschaltet, denn ich habe an sich keine Ahnung von Fußball. Ich kann zwar ein bisschen zocken, aber von Fußball an sich habe ich keine Ahnung. Das heißt, ich brauche von euch die Hilfe, welche Spieler gut sind, was allgemein gut ist. Dieses Projekt wird auch ein bisschen anders gestaltet als sonst. Ihr hört mich jetzt kommentieren in der ersten Folge. Ich werde aber in den nächsten Folgen wahrscheinlich nicht mehr kommentieren, sondern wird das mein Kollege Nikolai LP übernehmen, der auch in der Beschreibung verlinkt ist, falls ihr mal bei ihm vorbeigucken wollt. Er hat nämlich ein bisschen mehr Ahnung von Fußball und wird diesbezüglich dann wahrscheinlich die Fußballmatches kommentieren. Sollte irgendwas anderes anstehen oder ich gebe euch irgendwas Bescheid, dann werde ich natürlich wieder kommentieren. Also irgendwas dazu schneiden. Wir werden in diesem Let's Play hauptsächlich das Ultimate Team Spiel spielen, weil ich das am interessantesten finde. Und genau deshalb brauche ich eure Hilfe. So, ich habe noch kein Team gemacht und alles mögliche. Das heißt, wir werden gleich auch zusammen ein Ultimate Team an sich erstellen. Was ist FIFA überhaupt? FIFA ist eine Fußballsimulation von EA. Wer hätte das gedacht? Und meines Erachtens nach sogar etwas bekannter als sein Ableger PES. Also Pro Evolution Soccer heißt es, glaube ich. Also ich glaube, FIFA ist ein bisschen bekannter. Willkommen bei FIFA Ultimate Team. In diesem Modus kontrollierst du deinen eigenen Verein. Stelle deine Mannschaften zusammen, nimm am aktivsten Transfermarkt der Welt teil und tritt in Einzelspieler und Mann-gegen-Mann-Modi an. Wähle einen Kapitän, um loszulegen, erlerne die Grundlagen der Teamchemie und absolviere eine spezielle Eröffnungspartie. Genau, das werden wir jetzt mehr oder weniger noch zusammen machen. Danach werde ich hauptsächlich die Matches nur noch spielen, werde sie Nikolai zukommen lassen, er wird sie für euch kommentieren und ihr werdet sie dann sehen. Also ich hoffe, dass dieses Prinzip recht gut ist, dass dann halt, wie gesagt, nicht der Spieler unbedingt kommentiert, dass ich mich wirklich aufs Spiel konzentrieren kann, denn Fußball ist bei mir so eine Sache. Ich sag's mal, FIFA selbst habe ich vor 16, 17 Jahren extrem gesuchtet, damals auf der PlayStation 1 noch. Also an sich kann ich Fußball spielen auf Konsolen, allerdings muss man dazu sagen, dass das FIFA von damals mit den heutigen FIFA wahrscheinlich kaum noch etwas gemein hat. Da es ja viel mehr auf Realismus gesetzt hat. Allein hier fing schon mein Problem an. Ich wüsste nicht, wen ich ehrlich gesagt nehmen soll. Alaba oder Messi würde ich jetzt mal bevorzugen, weil zumindest FC Bayern sagt mir was von der Mannschaft her und Messi sagt mir was vom Namen her. Der Rest sagt mir ehrlich gesagt nichts. Wie gesagt, gut, Madrid von der Mannschaft her auch und Manchester City auch, aber ich bin ein extremer Fußball-Noob. Darum brauche ich, wie gesagt, eure Hilfe. Von wegen, versuch's mal damit oder versuch mal den Spieler in dieser Position. Das könnte mir extrem helfen. Also ihr könnt mitentscheiden, wie diese Mannschaft wächst, wie diese Mannschaft aufgebaut wird. Und darüber bin ich dann gespannt. Und wie ich dann damit umgehe, also wie ich dann damit fail, seht ihr dann in den Let's Plays selbst. Ich wähle jetzt einfach mal Messi. FIFA 16, Ultimate Team. In FIFA Ultimate Team stellst du Mannschaften zusammen und musst an der Teamchemie arbeiten. Wenn dein Team eine gute Chemie hat, bringt es auf dem Rasen bessere Leistungen. Bei der Chemie gibt es drei Hauptelemente: Position, Bindungen und den Manager. Wenn sich deine Teamchemie ändert, siehst du das am Wert rechts. Alter, wer hat den Typen eingesprochen? Ich finde die Betonung so lächerlich. Da sind deine Spieler besser auf dem Rasen. Oh geil. Was jetzt, wenn ich dann doch mal in der Halle spielen muss? Habe ich verkackt oder was? Tut mir leid, aber wow. Oh, okay. Bei einer höheren Teamchemie bringen deine Spieler auf dem Platz noch bessere Leistungen. Okay. Schauen wir uns eins der Hauptelemente der Chemie an, die richtige Spielerposition. Wenn ein Spieler mit seiner aktuellen Position zufrieden ist,
erkennst du das an der farbigen Positionsanzeige unter dem Spieler? Dazu vielleicht noch ein Hinweis, das gab es natürlich früher bei FIFA nicht, dieses Ultimate Team. Das ist ja, glaube ich, wann kam es dazu? 2014, 2015 erst oder so? Ich weiß es nicht hundertprozentig. Ich habe aber damals zu 2015 ein Let's Play einigermaßen aktiv verfolgt. Und ich fand dieses Prinzip von Ultimate Team an sich richtig genial, weshalb ich das halt auch mal machen wollte. Und ich nehme euch einfach mit. Ich meine, wie gesagt, FIFA für mich selbst, es ist so ein bisschen Kindheitserinnerung. Ich kann mich zwar nicht mit Fußball identifizieren, aber halt mit FIFA durch meine Kindheit, da ich das damals gespielt habe. Der rechte Mittelfeldspieler steht nicht auf seiner bevorzugten Position. Das erkennst du an der Positionsanzeige. Wähle ihn aus und verschiebe ihn auf die richtige Position, um seine Chemie zu verbessern. Der rechte Mittelfeld. Aber die Positionsanzeige sieht doch genauso aus wie bei den anderen auch? Oder wo vergucke ich mich jetzt gerade? Sehr gut. Die Positionsanzeige unter den Spielern ist grün geworden und deine Teamchemie ist gestiegen. Jetzt verstehe ich das erst. Darunter steht jetzt die Position, wo sie stehen und auf dem Spieler selbst unter der Zahl steht, welche Position sie bevorzugen. Okay, ich hatte das jetzt gerade. Ich habe gedacht, nicht die Buchstaben ändern ihre Farbe, sondern wirklich das ganze Plätzchen, was da drunter ist, ändert seine Farbe. Und da sie grün war, war das für mich okay. Aber gut, jetzt habe ich das dann auch verstanden. Kümmern wir uns nun darum, die Bindungen zwischen den Spielern zu verbessern. Spielerbindungen entstehen durch gemeinsame Vereine, Nationalitäten und Ligen. Je mehr Übereinstimmung es zwischen den Spielern gibt, desto stärker sind ihre Chemiebindungen. Okay, das könnte mein größtes Problem sein. Da müsst ihr mir wahrscheinlich am meisten helfen, da ich das halt nicht wirklich weiß. Zwischen deinen Verteidigern gibt es eine rote Bindung. Wähle und tausche deine Innenverteidiger, um für eine stärkere Chemiebindung zu sorgen. Hervorragend! Durch den Tausch der Innenverteidiger hast du die Bindung gestärkt und deine Teamchemie weiter verbessert. Dein Chemiewert liegt jetzt bei 100. Ich meine, das Tutorial ist gut erklärt, muss man zugeben. Also es ist nicht schlecht. Nationalität sieht man ja unten an den Flaggen, da drüber dann den Verein mit dem Symbol. Ich kenne die Vereine nicht, aber ich kann Symbole zuordnen, das ist nicht das Problem. Nur die Ligen weiß ich jetzt nicht, die sehe ich jetzt nicht. Bei einer Teamchemie von 100 können deine Spieler noch besser passen, schießen und verteidigen. Absolviere nun eine Spezialpartie, um diese hohe Teamchemie zu erleben. Okay, klassisch. Tja, wie ihr seht, ich spiele natürlich mit dem Controller. Und wir werden unsere erste Runde wohl spielen. Um diese hohe Teamchemie zu erleben. Kommender Gegner. Wie hieß der? Agüero 11? Habe ich das richtig gelesen? Es kann losgehen und wir begrüßen den werde ich auch ausstellen. Das sind Wolfuß und Frank Buschmann. Tag zusammen. Zumindest sobald dann Nikolai die das Kommentar übernimmt, weil er wird genau das mehr oder weniger übernehmen für euch. Das, was jetzt gerade diese Sprecher gemacht haben. Und zwar wieder das Spiel und kommentieren. Sehen wir, mit welchem Personal die Heimmannschaft heute ins Spiel geht. Sie wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-2 zum Erfolg kommen. Mit dem klassischen, achso, das ist der Aufbau. 4-4-2, okay, ich verstehe. So, zwei Stürmer. Jetzt wissen wir, mit welchem Personal die Gäste heute in die Partie gehen. Und womit gehen die rein? Sie versuchen es heute auch mit einem 4-4-2. Mit einem 4-4-2. Okay, also beide mit einem 4-4-2. Cristiano Ronaldo gegen David Silva. Was erwartest du dir? Cristiano Ronaldo ist ein Spieler, der mich immer mit seinem Tempo begeistert. Seine unglaubliche Schnelligkeit. David Silva ist ein Spieler, der jede Abwehr auseinandernehmen kann mit seinen Pässen, seinen Doppelpässen, seiner Übersicht. Das wird eine tolle Partie. So. Sind bereit. Es geht los. Das Tutorial habe ich auch noch mal ein bisschen gespielt gehabt. Also Steuerungstutorial. Richtung gegnerisches Tor. Fuck. Und Ronaldo. Nein. LB war wechseln, ja. Alter, WTF. Nimmt den Ball ab!
Oh wow, das war einfacher als gedacht. Weiter, weiter. Nimm doch den Ball, Vitev! Steht doch nicht so lange daneben. Aber was bringt es mir, mir zu zeigen, wie gut die Teamchemie ist, wenn ich doch nicht weiß, wie gut das Spiel wäre ohne... Los! Ach Mist. Wie gut das Spiel dieser Leute wäre ohne eine hundertprozentige Teamchemie. Das wäre ja die nächste Frage. Wie spielt es sich ohne? Oh mein Gott, ich spiele Suarez. Das ist der Beißer. Das kenne ich noch. Der kleine Beißer. Der meinte bei der WM, die Leute zu beißen. Das waren die Italiener, die er gebissen hat. Oh Gott, das war dumm. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen schade fand, dass er wirklich auf so eine Methode zurückgeschritten hat. Ball bei David Silva. Die Italiener wirklich zu beißen. Ich meine, wow. Wichtig, dass er hier an den Ball dass man ihn überhaupt noch mal hat spielen lassen, finde ich. Das müsste sein. Los! Sehr interessant. Und da ist der Ball. Weil er hat das ja schon häufiger gebracht. Rassistische Sprüche gegenüber Schwarze und Leute gebissen. Also andere gegnerische Mitspieler gebissen. Oder Gegenspieler gewesen, nicht Mitspieler. Das macht der naja. Cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Ich würde es auch mit der Brechstange lösen, muss ich zugeben. Ganz ein auf Gordon Freeman, einfach alles mit der Brechstange lösen. Und damit haben wir den wo andere die Brechstange jetzt auspacken. Könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Probieren wir es doch. Wer wird der, mein Freund? Und weg da. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. So, wir haben den Ball und wir gehen nach vorne. Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt noch ein Stück vorrennst, dann stehst du leider im Abseits, mein Freund. Die Flagge kommt gut rein. Kopfballschuss. Na, schade, das war zu schwach. Musste der Torhüter halten, so unplatziert wie der war. Ich geb dir gleich unplatziert, Junge. Geil. Gib mir den Ball. Ich will ihn haben. Gib ihn mir. Ach, Mann. Und nun Kabachal. So, hol ihn dir. So ist gut. Und weg damit. Oh, das war nicht weg. Jetzt Fabregas am Ball. WTF. Er passt mich direkt an. Ich glaube, gegen Mitspieler, also gegen Gegenspieler, wird es dann nicht mehr so einfach. Ja, das ist eine gute Idee, dir zu passen. Ach, Messi ist das. Das ist unser Messi hier. Das Flanke. Ist nein. Die Gefahr erstmal vorbei. Der hat mir fast ins Gesicht getreten, Junge. Das tut doch weh. Also so ein Tritt ins Gesicht. Er kommt an den Ball. Und Ronaldo. Und nun ein Schuss. Ja, es war ein Versuch. Es war ein Versuch. Na komm. Na komm. Was machst du? Du rennst echt einfach durch? Ich würde sagen, ich würde passen an deiner Stelle. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Ja, was mich gerade so ein bisschen annervt. John Terry jetzt. Na komm. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. So. Du stehst ihn abseits mal, Jung. Glaube ich. Gibt es halt noch Abseits? Ich meine ja. Der Ball kommt. Karim Benzema. Oh, aber ein Ecke. Einwurf. Mhm. In der Ecke. Einwurf. Ah, schade, schade, schade. Egal. Zweiten Spieler rufen. Schützen wechseln. Zu meinem Finger wechseln. Versuchen wir den. Nein! Ich wollte mit denen jetzt eigentlich reinmachen. Oder versuchen reinzumachen, ist das mal so. Der Ball geht in Schuss! Voll ins Gesicht, Bitch! Den Ball hat er! Ich tritt einfach die feindlichen Spieler blutig. Wie im alten FIFA bin ich auf einmal nur noch mit drei Mann auf dem Platz. Wow. Ich glaube, das geht hier, glaube ich, schon gar nicht mehr, dass man so wenig Mann auf dem Platz hat. Ja, da glaube ich, gibt es keine zwei Meinungen. Er ist ja auch Rekordschütze der portugiesischen Nationalmannschaft. Jo, der Mann in Pink regelt. Hier und weiter nach vorne. Messi. Das ist der Messi. Und wir gehen da hoch. Suarez. Wir gehen weiter hoch. Los, pinke Schuhe müssen es regeln. Oh Gott. Und nun Benzema. Jetzt schießt er. Ah, schade. Wir führen aber sowieso momentan diesbezüglich. Oh, ich muss echt. Ich habe Ewigkeiten kein FIFA mehr gespielt. So. Oh. Ich glaube, das ging auf die Eier, ey. Aber es ist ein wahrer Mann da unten. Er steht einfach direkt wieder auf. Entweder ist er ein wahrer Mann oder er ist halt keiner.
wenn es wirklich auf die Eier gegangen ist. Sauberes Tackling und so haben sie jetzt Ballbesitz. Ja, leider. Gib mir Ball. Ich will Ball. Irgendwie komme ich mit dieser... Also das war früher... Früher was? Ja, genau das ist hier die Frage, Leute. Denn mir ist zu diesem Zeitpunkt die Soundaufnahme abgekackt. Also anders gesagt, mir ist mein Mikro verreckt einfach. Ich weiß nicht, woran es genau lag. Auf jeden Fall hat er mein Mikro einfach nicht mehr erkannt, weshalb das weg war. Und der pinke Mann regelt es wieder. Also das, was ihr gerade jetzt hört, ist nachkommentiert. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einfach mal noch mehr darauf eingehen. Also jetzt kann ich natürlich weniger aufs Spiel eingehen. Ich gehe jetzt einfach mal mehr drauf ein. Was ihr für mich machen könnt, und zwar könnt ihr mir natürlich helfen, von wegen, lohnt es sich eher auf die Goldpacks zu sparen? Sollte ich eher von Bronze-Spieler direkt auf Silber erstmal wechseln und dann auf Gold wechseln oder lieber direkt auf Gold? Solche Sachen halt. Dann, welche Spieler auf dem Transfermarkt würden sich lohnen zu kaufen? Wofür lohnt es sich zu sparen? Und mein Gott, dieser Schuss ging ja hardcore daneben. Curry, was tust denn du? Auf jeden Fall, dieses Match, was ich da gerade sehe, ist natürlich noch gegen Bots. Beim nächsten Mal werdet ihr dann wahrscheinlich auch ein richtiges Match sehen gegen, naja, richtige Spieler. Also ich habe eigentlich vor, hauptsächlich gegen richtige Spieler zu kämpfen in diesem Format hier. Das wird ja dann auch Nikolai kommentieren. Ich denke mal, er macht es deutlich besser als ich, denn, naja, was soll ich sagen? Wenn man sich im Fußball nicht richtig auskennt, also ich sag mal so, ich kenne natürlich die Standardregeln vom Fußball. Ich weiß, wie man Fußball spielt. Ich habe, wie gesagt, früher FIFA gespielt. Die WM, die damals in Deutschland lief, die habe ich auch einigermaßen aktiv verfolgt. Das war auch die einzige WM, die ich wirklich verfolgt habe, denn ich finde Fußball gucken persönlich sehr langweilig. Fußball spielen tue ich auch ungern, also jetzt Real Life. Aber Fußball als Konsolenspiel finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich zugeben. Sowohl so eine Simulation, wie man jetzt sie hier bei FIFA hat, als auch eine Manager-Simulation, finde ich recht angenehm. Also spiele ich an sich gerne. Allerdings kenne ich dadurch leider nicht die Namen, die Fähigkeiten und sonst was der einzelnen Spieler, weshalb ich halt auf eure Hilfe angewiesen bin. Auf jeden Fall haben wir die erste Halbzeit geschafft. Ich gucke mir jetzt hier gleich nochmal so ein bisschen erstmal die Statistik an, bevor wir dann zur nächsten Wechsel, also zur nächsten Halbzeit, mit dem Seitenwechsel natürlich. Unsere Mannschaft wird dann auch nach diesem Match noch seinen Namen bekommen. Also dieses Match werdet ihr noch zu Ende sehen und dann klickt ihr noch ein bisschen im Menü rum. Ich habe mich dann nach der Aufnahme auch nochmal ein bisschen weiter im Menü rumgeklickert, um zu gucken, was man noch so machen kann. Die Aufstellung noch ein bisschen geändert, ob sie besser ist oder schlechter, weiß ich nicht. Das ist ja jetzt noch nicht meine Mannschaft, die ihr hier gerade spielen seht. Das ist ja diese, ich sag mal, Leihmannschaft, mit der man das erste Spiel machen kann, weil man ja die 100 Chemie austesten soll. Also das Spiel, was ihr hier gerade seht, hat nichts mit meiner eigentlichen Mannschaft zu tun. Das dürft ihr nicht verwechseln, bitte. Und der pinke Mann hält wieder, der pinke Band da. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er immer noch pink ist. Ob diese, wow. Der Hund, der war gerade ganz schön, oder? Sah das einfach nur so bescheuert aus. Wo ich auf jeden Fall Schwierigkeiten habe, wo ich mich hoffentlich noch reinfinde, ist dieses behäbige Movement der Spieler. Ich habe FIFA ja, wie gesagt, damals vor Ewigkeiten gespielt, noch zu den 90er Jahren auf der PlayStation 1. Und ich habe zumindest in Erinnerung, dass ich die Spieler damals deutlich smoother, also smoother im Sinne von instant, also eigentlich nicht smooth, bewegt haben. Wo ich dann halt hier halt extreme Probleme habe. Aber klar, man kann wahrscheinlich die FIFAs aus den 90er Jahren nicht mit den heutigen FIFAs vergleichen. Allein was es an technischen Möglichkeiten neu hinzugekommen ist und so weiter und so fort. Das ist ja schon enorm. Aber man muss zugeben, die Bälle sind gerade recht knapp. Wo ich mich auch noch schwer tue oder getan habe, jetzt während des Matches, wie gesagt, das ist gerade alles jetzt live kommentiert, ab der 15 Minute ungefähr irgendwann. Ihr habt es ja mitbekommen. Auf jeden Fall, wo ich mich auch noch schwer tue, ist es, dem Feind die Bälle abzunehmen. Was natürlich dann im Multiplayer-Match ein bisschen bescheiden werden könnte. Ich hoffe natürlich, dass das Spiel einigermaßen einen Ausgleich hat. Von wegen
ein neuer Spieler mit relativ schlechter Mannschaft gegen natürlich auch einen neuen Spieler mit relativ schlechter Mannschaft einzusetzen und nicht ein Reinhaut, der vielleicht jetzt schon seine Goldpacks gekauft hat. Also es kann ja sein, dass er auch ein neuer Spieler ist, aber sich die Goldpacks gekauft hat. Geht ja mit echtem Geld. Das heißt, was würde es bringen? Es ist ja kein Pay-to-Win in diesem Sinne, es ist ja eher Pay-to-Boost. Ne, man würde halt verdammt schnell gute Spieler bekommen und somit auch sehr schnell unter Umständen aufsteigen können, wenn man natürlich das Spiel nicht vollständig verkackt. Das ist für mich auch immer ein wichtiger Unterschied. Viele Leute beschweren sich bei Spielen über Pay-to-Win, auch bei Hearthstone zum Beispiel, wo ich ganz klar sagen muss, es gibt einen Unterschied zwischen Pay-to-Win und Pay-to-Boost. Leute, die für echt Geld irgendwas kaufen können, wodurch sie schneller an bestimmte Sachen kommen, es ist kein Pay-to-Win. Denn diese Sachen, an die sie drankommen, wenn man sieht, also es ist kein Pay-to-Win, solange man an diese Sachen auch noch drankommt, ohne echt Geld zu bezahlen. Aber es dann halt länger dauert. Solange das der Fall ist, ist es kein Pay-to-Win. Pay-to-Win wird es erst, wenn die Leute, die das Spiel gratis spielen, absolut keine Möglichkeit haben, zum Beispiel an irgendeine Waffe, an irgendeinen Spieler oder sonst was zu kommen. Ah, da habe ich ein Gegentor kassiert. Ein Gegentor kassiert, aber hardcore. Naja. Auf jeden Fall, erst wenn man komplett keine Möglichkeit hat, an etwas dran zu kommen, was deutlich besser ist als die kostenlosen Sachen, ist ein Spiel Pay to Win. Also, das hoffe ich natürlich, dass man das dann auch irgendwann mal schafft zu unterscheiden. Nur wenn man etwas kaufen kann, wodurch man schneller bessere Sachen bekommt, heißt es nicht, dass der Typ auch, also dass das Spiel auch Pay to Win ist. Denn man bekommt die Sachen ja auch so. Man bekommt es halt mit Echtgeld nur schneller. Die Flanke war auch wieder miserabel. Und FIFA hat dieses Prinzip halt auch. Leute, die neu anfangen, können Echtgeld investieren und können sich Goldpacks kaufen, um schnell bessere Spieler zu bekommen. Es gibt aber auch die Leute, die es kostenlos spielen, so wie ich jetzt wahrscheinlich werde, und halt an diese Packs nur durch die Goldmünzen, die man nach einem Spiel bekommt, oder durch Spielerverkauf kaufen kann, wodurch es länger dauern wird. Da sehen wir gerade einen Wechsel, okay. Ich habe nicht gewechselt, also alle Wechsel, die ihr seht, sind natürlich vom Gegenspieler, vom CPU. Und Ramos. Ja, diese Kommentatoren werden dann wahrscheinlich ab dem nächsten Part auch nicht mehr anfallen, weil, wie gesagt, Nikolai das Commentary dann übernehmen wird. Also dieses und Ramos und bla bla bla. Das wird dann Nikolai übernehmen. Falls ihr bei Nikolai auch mal vorbeischauen wollt, er hat glaube ich keinen FIFA drauf, aber vielleicht könnt ihr ihn ja dazu überreden, ein bisschen FIFA aufzunehmen, denn er spielt auch FIFA. Dann schaut einfach mal bei ihm vorbei. Ihr seht ihn auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall in der Beschreibung verlinkt. Einfach mal aufklappen und gucken, wo Nikolai steht. Dort könnt ihr draufklicken, kommt zu seinem Kanal. Er hat auf jeden Fall auch mehrere Projekte. Es sind auch mehrere Together-Projekte von mir und ihm zu finden. Beispielsweise Resident Evil 5. Könnt ihr auch gerne mal reingucken bei ihm. Also seine Sicht. Ihr könnt natürlich auch bei mir reingucken, dann seht ihr meine Sicht. Die Sicht aus Trevor. Was war das denn gerade? Der ist den Ball mit dem Kopf hinterher geflogen. Ein kleiner Magnet war da drin. Auf jeden Fall gleich die 80. Minute erreicht und wir erreichen nochmal ein Tor, das 3-4 für uns, für unsere Leihmannschaft. Das macht er ganz cool, wo andere vielleicht die Brechstange auspacken. Dieser Spruch, ne? Löst er das mit seiner brillanten Technik. Ich bin immer noch dafür, einfach die Brechstange auszupacken und es damit zu lösen. Gone 3 minutes back, bitches. Also falls ihr bei mir irgendwann mal einen Typen mit so einem komischen Anzug mit Brille rumrennt seht und Brechstange in der Hand, wisst ihr, ich hab's geschafft, Gordon Freeman in der Spiel so in der deutsche Sprache, schwere Sprache. Einzufügen. Und nun Ronaldo. Also ich finde ja echt, ich müsste mal EA anschreiben, die sollen für Suarez einen Beißknopf einbringen. Und! Oh, Luis, was tust du? Ja, das gibt Eckball. Ach, Eckball. Ja, da hat es mit dem Schienbein nochmal abgefangen, den Ball.
Auf der Bank ist Bewegung, es wird einen Wechsel geben. Also wie gesagt, Schweinsteiger kommt rein und Silva geht raus. Bei dem Feinden habe ich gerade gesehen, wie ich das gerade gesehen habe. Genau, hier bei Suarez, den ich jetzt gerade auch ausgewählt hatte, sollte jetzt auf jeden Fall eine Beißoption geben. Weil er entscheidet ja seine Spiele dadurch, muss man einfach sagen. Ganz ehrlich, es ist einfach ein dreckiges Spiel, was da auch so WM abläuft gegen die Italiener. Und ganz ehrlich, ich hätte allein wegen dieser Aktion wirklich gesagt, ey, einfach nur Platzverweis. Ich finde, das sollte unter Umständen wirklich schon entweder ein Rematch stattfinden. Einfach aus Pferdeshalben und er darf halt nicht mehr mitspielen. Oder man sagt einfach, okay, jetzt ist zu Ende, ihr habt verloren. Weil, ich meine, eine Bissattacke. Sowas kann nicht aus Versehen passieren und das war ja auch nicht seine erste Bissattacke. Und vor allem, wenn man das ja dann nochmal sieht, wie er ihn gebissen hat. Mit den Replays, die Kameras waren ja drauf, ist das auch schon so. Und das 4-1 für uns. Kurz vor der 90. Minute. Super Sache. 2 Minuten Verlängerung, sehen wir gerade oben links. Nichtsdestotrotz, das sollte eigentlich gegessen sein mit 3 Toren Vorsprung. Also diese Szene da gegen die Italiener fand ich dann schon recht mies. Ich hätte mir echt gerne das Rematch Deutschland gegen Italien gewünscht. Ich gucke, wie gesagt, normalerweise kein Fußball, ich finde es recht langweilig. Die einzige WM, die ich wirklich verfolgt habe, ist die WM, die damals in Deutschland stattgefunden hat. Auch wenn ich zu der Zeit nicht mehr in Deutschland war, habe ich trotzdem die WM in Deutschland geguckt. Ich war, wie gesagt, cool. Ich habe es zwar nicht gesagt, aber jetzt habe ich es gerade gesagt. Ich war, glaube ich, wo war ich? Gran Canaria oder Mallorca? Ja, keine Ahnung. Irgendwo, wo es warm war. Das weiß ich noch. Es war warm. Auf jeden Fall habe ich von da aus die WM verfolgt, die dann hier in Deutschland stattgefunden hat. Und da haben wir ja leider gegen die Italiener verloren, wenn ich mich recht entsinne. Ich könnte es auch sein, dass ich total Bullshit rede und den ultersten Hass in meinen Kommentaren auslöse. Aber wie gesagt, ich meine, wir hätten gegen die Italiener verloren und ich hätte mir auf jeden Fall wieder ein Rematch Italien gegen Deutschland gewünscht. Und ich glaube wirklich, allein durch diese Bissattacke von Suarez, das hat viele aus dem Konzept in diesem Moment gebracht. Auch wenn die Italiener ja allgemein da jetzt nicht ganz so auf der Höhe waren. Aber dass man ihn überhaupt bei so einem Spiel zulässt, bei einem Weltmeisterschaftsspiel. Es war nicht seine erste Bissattacke. Er ist schon öfter deshalb, ich glaube ein oder zweimal schon vorher deshalb aufgefallen. Und dann halt auch noch schon wegen rassistischen Äußerungen und sowas. Ey, ich denke mir nur, WTF, ich bitte euch. Aber dass die ja allgemein so leicht korrupt geworden ist, hat man ja dann später auch gesehen. Also kam er dann später ein bisschen bekannt. Ja, das war auf jeden Fall das Match. Wir haben gewonnen. Das Spiel gegen die Bots hätten wir damit erledigt. Bekommen wir auf jeden Fall noch einen neuen Spieler. Nach der Eröffnungspartie kannst du deinen ganz persönlichen Verein übernehmen. Verbessere deine Mannschaft, indem du Spiele absolvierst und so Münzen verdienst. Öffne Sets aus dem Shop und scoute Spieler auf dem Transfermarkt. Wähle den Punkt Weiter, um zum Hauptmenü zu gelangen. Sieh dir die Manageraufgaben an, um mehr über Ultimate Team zu erfahren. Und das ist genau das, wobei ihr mir helfen sollt oder müsst am besten. Und zwar, wenn ich Sets öffne, mir sagen, welche Spieler gut sind, welche man am besten verkaufen sollte, welche nichts wert sind, die man am besten sowieso weggibt. Und das Scouten. Da müsst ihr mir auf jeden Fall helfen. Das Scouten anderer Spieler, dies ist recht wichtig. Das habe ich da in dem Moment auch erklärt, darum ist da der Bildschirm jetzt gerade so lange. ich werde aber gleich nochmal weitermachen, irgendwann zumindest. Also da solltet ihr mir auf jeden Fall helfen beim Scouten der Spieler und wie man sich dann die Mannschaft am besten zusammensetzt. Wie gesagt, ich bin komplett neu. Ultimate Team habe ich nie gespielt. Ich habe es zwar gesehen als Let's Play bei einem anderen, aber ich habe es nie wirklich selbst gespielt oder sonst was. Ich bin da komplett neu und komplett unerfahren. Und ja, ich habe mir jetzt hier noch so einfach so ein paar Sachen angeguckt und dann geguckt, wie es hier überhaupt aussah. Aber so lang oder so viel habe ich jetzt da auch nicht mehr gebracht. Ich sehe gerade +2, wenn ich Chemie, wenn ich die gewechselt hätte.
auch wenn der Spieler, der da jetzt momentan in der Innenverteidigung ist, deutlich besser war. Obwohl die Def ist niedriger. Hätte ich vielleicht sogar machen sollen? Auf jeden Fall könnte ich ja theoretisch immer noch machen. Ich habe, wie gesagt, noch ein bisschen darum probiert. Die Mannschaft sieht jetzt auch anders aus, als sie jetzt hier ist. Also sie ist anders aufgestellt. Ihr seht es ja spätestens im nächsten Part, den dann Nikolai kommentiert. Da sieht man diese Mannschaften ja, glaube ich, immer noch mal vor Spielbeginn, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich werde es ja sehen. Wenn nicht, werde ich sie euch nach dem Spiel noch mal mindestens reinschneiden. Guck mal, da plus 9. Aber dafür müsste ich natürlich einen sehr guten Spieler wegnehmen. Wenn ich das da machen würde. Also plus 9 Chemie. Da könnt ihr mir auch mal sagen, was ist besser? Was lohnt sich mehr? Einen guten Spieler in einer Position stehen zu haben oder eine höhere Chemie zu haben? Was lohnt sich mehr? Hier können wir jetzt unseren Verein benennen, was ich auch gleich mal machen werde. Also hier sehen wir jetzt erstmal die Manageraufgaben, die ich zu erledigen habe, die so nach und nach auch erledigt werden, um halt so einen Goldbockel zu verdienen. Ich meine, hey, why not? Auf jeden Fall habe ich da jetzt erstmal den Vereinsnamen geändert. Und zwar dreimal dürfte raten, wozu. Ja, ihr könnt noch raten. Natürlich Noobs on Tour. Wieso Noobs on Tour? Was hat es mit Noobs on Tour auf sich? Noobs on Tour ist ein mehr oder weniger Clan-Name von mir, den ich mal mit einem alten Klassenkollegen hatte. Also was heißt Clan-Name? Es war erst so erstmal ein Gruppenname und ich will es mittlerweile zu einem Clan aufziehen und bin da momentan bei, auch eine Seite für zu programmieren. Und so weiter und so fort. Also unter Umständen werdet ihr über Noobs on Tour noch mehr hören. Ja, da habe ich mir jetzt die Sachen nochmal so ein bisschen angeguckt, so was es gibt, was man noch so machen kann. Ich habe mir, wie gesagt, danach auch nochmal so ein paar Sachen angeguckt. Hier haben wir jetzt die Leihspieler, wo wir uns dann Spieler für ein paar Matches leihen können. Die ich mir hier angeguckt habe. Hier habe ich zum Beispiel mal geguckt. Von wegen, hier. Der ist, Hazard ist deutlich teurer, hat aber weniger Tore erzielt. Also anscheinend haben entweder mehr diesen Maria genommen, anstatt den Hazard. Wodurch natürlich auch mehr Tore fallen können. Oder er ist vielleicht doch gar nicht mal so gut. Auf jeden Fall habe ich mich dann hier für den Hazard entschieden. Gleich zumindest. Naja, habe ich mir einen Leihspieler geholt. Warum nicht? Für vier Spieler hätten wir jetzt den Hazard dabei. Und damit habe ich halt auch wieder eine der Manager-Aufgaben erledigt. Aber gibt mir hier wirklich gerne mal Tipps. Also ich könnte wirklich gut gebrauchen. Vor allem, was ist besser? Chemie, gute Spieler und sowas. Also wie macht man da am besten den Ausgleich? Was ich jetzt noch gleich gemacht habe ist, denn ich habe noch zwei Sets, wie man hier sieht. Ja. Die habe ich natürlich auch nochmal beide geöffnet. Und zwar zuerst das Bronze-Set. Und hier jetzt auch nochmal die Sache. Lohnt es sich, jetzt zum Beispiel hauptsächlich auf Silber-Sets erstmal zu gehen und sobald ich eine Silbermannschaft habe, so auf Gold-Sets zu gehen? Oder sollte ich von Anfang an auf Gold-Sets gehen, um halt von Anfang an eine Goldmannschaft zu bekommen? Hier wird mir halt nochmal alles so ein bisschen erklärt. Da ich jetzt aber keine großartige Ahnung hatte, was ich drin habe und was ich bräuchte, habe ich die jetzt erstmal alle einfach nur in den Verein gepackt. Und habe mir dann jetzt nach der Aufnahme nochmal ein bisschen angeguckt. Ihr könnt mir da natürlich auch nochmal gern Tipps geben, wenn ihr seht, oh verdammte Scheiße, hat er einen guten Spieler bekommen. Pack den unbedingt in deine Mannschaft rein. Oder oh verdammt, dieser Spieler ist zwar relativ gut, passt aber nicht in sein Mannschaftsbild. Also von der Chemie her, verkauf ihn am besten und kauf dir dann am besten den und den. Der passt, der ist ungefähr gleich gut und passt besser in deine Chemie rein. Sowas. Sagt es mir, schreibt es mir in die Kommentare. Dieses Spiel soll, also diese Mannschaft soll mit euch aufgebaut werden. Und dafür brauche ich natürlich eure Hilfe, eure Kommentare. Ja, hier nochmal vier Spieler bekommen, paar Verträge und sowas. Was die Dinger im Einzelnen bringen, könnt ihr mir auch gern sagen. Spielerverträge, Spielerfitness und so weiter. Ihr dürft mir alles erklären. Wirklich alles. Einfach in den Kommentaren erklären. Ist kein Problem. Und was ich dann am besten machen sollte. Was ich zum Beispiel auch noch offscreen gemacht habe, ist das Stadion umgerüstet. Ich habe jetzt das, was ich gerade ausgewählt habe, als Stadion ausgewählt. Das andere habe ich verkauft. Gab 34 Münzen, mehr nicht. Wenn ich es verkauft hätte, gäbe es
ich glaube maximal 200, so billig waren die Dinger. Und die wurden nicht verkauft, also ich habe nicht gesehen, dass die Dinger verkauft wurden auf dem Transfermarkt. Weshalb ich die dann einfach so verkauft habe. Die habe ich mir die Sets nochmal angeguckt. Boah, Nachkommentiert ist echt langweilig. Auf jeden Fall, schaut doch mal bei Nikolai rein, wenn euch dieser Part gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben und vor allem, helft mir, diese Mannschaft aufzubauen. Wir würden uns dann im nächsten Part in einem Online-Spiel sehen. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.